Wie sieht's aus, Herr Bischof? Unter diesem Motto stellt sich Bischof Gebhard Fürst an 5 Veranstaltungen im Oktober und November den Fragen von Besuchern. Die Abende sollen vor allem Lust darauf machen, sich bei der Kirchengemeinderatswahl 2020 aufstellen zu lassen. Los ging es am 2. Oktober in Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis. Auf dem Podium standen neben Bischof Fürst auch 3 Kirchengemeinderatsvertreter. Nach einer kurzen Gesprächsrunde stellten sie jeweils Fragen an den Bischof oder brachten ihre Anliegen vor. Caroline Wönkhaus macht es zum Beispiel Sorgen, dass es immer weniger Ministranten werden, immer weniger Bereitschaft von jungen Menschen, von Jugendlichen, von Kindern, Zeit für die Kirche und für Ehrenämter zu investieren. Karin Trembel nimmt allein aus diesem ersten Teil des Abends mit, dass es ein sehr gutes Gespräch war, ein lockeres Gespräch, ein offenes Gespräch, war noch nie direkt mit dem Bischof zusammen, sehr positiv. Das Anliegen des langjährigen Kirchengemeinderats Michael Beck, eine optimale Zusammenarbeit mit den bischöflichen Behörden. Vieles klappe schon gut, aber eben noch nicht alles, betonte er. Sein Tipp an alle, die sich im kommenden Jahr für den Kirchengemeinderat aufstellen lassen: Kandidieren Sie, lassen Sie sich wählen, engagieren Sie sich und werden Sie nicht mutlos, auch wenn es Gegenwind gibt. Im zweiten Teil der Podiumsdiskussion durften alle Besucherinnen und Besucher dem Bischof schriftlich Fragen stellen. Eine der Fragen drehte sich um die Weihe von Frauen. Bischof Fürst plädierte klar für ein Diakonat der Frau. Das ist jetzt mir nicht gerade eingefallen, sondern das sage ich seit ein paar Jahren schon. Das sagen nicht alle. Und bei denen ist es auch nicht genug. Das ist meine Position. Weiter sagte er, dass er sich beim synodalen Weg für die Diakoninnenweihe der Frauen einsetzen werde. Weil ich in der Tat der Meinung bin, dass in diesem Bereich es an der Zeit ist, ich habe es so formuliert, ein Zeichen der Zeit ist, dass Frauen Diakoninnen werden können. Darüber hinaus hob Bischof Fürst das sogenannte Rottenburger Modell hervor. Dabei hat der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart unter anderem die Finanzhoheit über die Kirchensteuer. Wir haben dieses Modell seit 50 Jahren. Und es ist, ich übertreibe das nicht, wir sind alles nachprüfen, in dieser Art und Weise einzigartig in der Weltkirche. Nach der Podiumsdiskussion stand Bischof Fürst zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung. Caroline Wönkhaus zog ein positives Fazit. So Veranstaltungen wie heute sind ganz wichtig für eine Entwicklung. Wie sieht's aus, Herr Bischof? So heißt es auch am 16. Oktober im katholischen Gemeindehaus in Trossingen bei dem zweiten Dialogabend dieser Art.